Mein Name ist Jens Hennigs. Ich arbeite für die BayWa RE als Servicetechniker. Ich habe eine klassische Ausbildung als Elektroinstallateur gemacht und wollte mich einfach beruflich neu orientieren. Also meine Haupttätigkeit sind Inspektion, Bemessungen, DGUV-Prüfung, elektrotechnische Sicherheit. Wir haben das Thema Mittelspannung. Dort sind wir auch tätig mit Wartungen und Reparaturen. Und wir unterstützen auch externe Firmen. Diese Erfahrung zu machen, wenn man da oben ist und mit sich da alleine ist, das hat schon so ein bisschen was Erhabenes. Also wenn man bei der BayWa anfangen möchte, sollte man die Ausbildung des Elektroinstallateurs absolviert haben. Handwerkliches Geschick ist immer gut und Quereinsteiger sind bei uns sogar willkommen. Man sollte teamfähig sein, da man wirklich auf teilweise engstem Raum mit dem Kollegen halt zusammenarbeiten muss. Wir müssen immer zu zweit sein, aus Sicherheitsgründen. Aber beim Job liebe ich die Abwechslung. Ja, ich weiß im Prinzip nie, wo ich morgen bin oder was ich morgen mache. In der Regel sind wir 1 bis 4 Tage unterwegs. Von daher muss man dort schon ein gewisses Maß an Reisebereitschaft in Kauf nehmen und bereit sein, dort zu reisen. Man muss bei uns nicht zwangsläufig klettern. Es gibt auch Tätigkeitsbereiche wie zum Beispiel Mittelspannung oder die Photovoltaik, wo man eben halt als Bodencrew eingesetzt wird. Die BayWa RE ist ein wirklich sehr flexibler Arbeitgeber. Das geht von Arbeiten im Büro oder im Homeoffice los bis auch zur freien Zeit- und Aufgabenplanung. Seitdem ich hier bin, habe ich schon etliche Lehrgänge absolviert. Auch in Bereichen, die mir vorher völlig neu waren. Ich finde es persönlich halt schön, eben ein Teil davon zu sein, der dort halt mitwirkt in der Windkraft und im Bereich der Photovoltaik, um eben halt so das große Ziel, wirklich 100% erneuerbare Energien umzusetzen. Für mich wirklich sehr, sehr, sehr hoher Aspekt.